Und wenn du gefüllte Zucchini mit Feta-Käse aus der Heißluftfritteuse machen willst, bleib dran, ich zeig dir, wie es geht. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox. Als erstes bei der gewaschenen Zucchini die beiden Enden wegschneiden, dann halbieren wir sie und kratzen mit dem Löffel das Fruchtfleisch raus. Die Zucchini sollte noch mindestens 1 cm Rand haben. Gleich darauf können wir das Fruchtfleisch feinschneiden bzw. hacken und geben es in eine Schüssel. Nun die Zwiebel in feine Würfel schneiden und ebenfalls in die Schüssel geben. Das gleiche machen wir auch mit dem Knoblauch. Wenn ihr eine Knoblauchpresse habt, könnt ihr natürlich auch die benutzen. Im Anschluss eine rote Paprika auch in Würfel schneiden und in die Schüssel geben. Jetzt noch den Feta-Käse feinschneiden bzw. hacken und ebenfalls zum Rest dazugeben. Dann können wir auch schon würzen mit Salz, Pfeffer und Olivenöl geben wir auch dazu. Das Ganze jetzt noch gut vermengen. Ihr könnt natürlich eure Lieblingsgewürze mit einbauen. Dann können wir auch schon die Zucchini befüllen mit der Masse. Dann geben wir sie bei 180 Grad 25 Minuten in den Airfryer. Jetzt, wo die 20 Minuten verstrichen sind, bestreuen wir die Zucchini mit geriebenen Gouda oder Edamer. Ich habe bei dem Käse noch Schnittlauch dazugegeben und dann geben wir sie nochmal für 5 Minuten rein. Dann können wir auch schon anrichten. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, mach das Plus weg oder abonniere meinen Kanal. Mahlzeit!